Wie man gerade gesehen hat, die Zwischensequenzen sind genial gelöst. Und jetzt sollte man... Einfach nur geil. Mimik-Gestik sind auch cool gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Ende des Spiels, was ich hier verraten habe. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hoffe nicht. Wenn doch, tut's mir leid, liebe Fangemeinde. Ja, das Smartphone ist eigentlich wie ein eingebauter Wallhack. Man kann das Spende sehen, wenn Gegner kommen und so. Ist relativ praktisch. Und ja, mal gucken. 4 Millionen Euro umgesetzt. Der Besitzer, ein britischer Industrieller namens Simon Porter, hat eine neue Solaranlagentechnologie entwickelt. Sie basiert auf neuartigen Monokristallplatten mit Kupfer-Indium-Dieselinit. Die Stromkosten fallen auf unter 1 Euro pro Kilowattstunde. Hm. Interessant. Wissen wir schon, ob es für diese Technologie einen Markt gibt? Unsere Kontakte in Nordkorea haben bereits ihre Finanzierung zugesagt. Und Mr. Porter, lebt er in London? Ja. Aber das Verteidigungsministerium hat auch bereits Interesse an dem Unternehmen bekundet, womit der MI6 ins Spiel kommen könnte, wenn Porter unser nächstes Ziel ist. Danke für die Warnung, aber ich denke, der MI6 sollte kein Problem mehr sein. Ja, das hier ist für Sie. Danke. Also, dann ist er unser nächstes Ziel. Was ist denn? Stimmt was nicht? Nein. Nichts. Ich muss gehen. Das Meeting ist vertagt. Oh, 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 oh. Schaut euch diese Karre an, schaut euch diese Karre an. So, zum nächsten Feature. Natürlich stilgerecht im Aston Martin, der eigentlich keine Chance hat gegen so einen Supercar. Aber naja. Versuchen wir es halt. Aber wir kommen näher ran. Ja, anscheinend scheint diese Nicole nicht ganz sauber zu sein. Obwohl sie eigentlich in den vorherigen Missionen auf unserer Seite war. Oh. Also das Auto fährt sich wie ein Klostein. Also es ist zum Kotzen. Man kann nicht wirklich was reißen, wenn man jetzt kurz Manöver macht, ist man schon... Wow, schön. Eigentlich fährt man aber auch wie auf Schienen. Das ist eigentlich uninteressant, wie man fährt. Man darf nur nicht zu weit wegkommen, weil sonst ist vorbei. Aber cool gemacht, dass man auch so Fahrszenen hat. Wie man hier gerade sieht, durchs Aufnehmen leckt es ein wenig. Eigentlich ist es lecklos, definitiv. Kein einziges Leck. Nur wenn ich schon in HD aufnehme, dann dauert es halt ein bisschen, bis es lecklos wird. Nur wenn der Rechner dann endlich aufgerüstet ist, wird das auch vorbei sein. Wer weiß, vielleicht steht dann meine kleine Gaming-Maschine zum Verkauf. Wer Interesse hat. Aber mal abwarten. Na. Man hat natürlich auch eine Bremse und eine Handbremse. Handbremse sachgemäß auf der Leertaste. Oh, jetzt wird's... Jetzt muss ich mich beeilen. Gleich wird der Bildschirm nämlich abgedunkelt. Das heißt, wenn ich zu weit entfernt bin, wird das Bild schwarz-weiß. Das heißt, das Fahren wird eins schwieriger. Und zweitens... Hört man zum Beispiel wie ich mit Vollspeed gegen einen Baumstamm und verkackt diese Mission. Naja, es soll euch ja einen kleinen Einblick liefern und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt die letzten Szenen unkommentiert lassen, um euch ein bisschen vom Spiel zu zeigen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne kommentieren, favorieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ha, das war natürlich klar, dass das jetzt passiert. Ja. Quash. Einfach nur so zum Zeigen, wieso die Mechanik ist.
In der Zwischenzeit habe ich auch rausgefunden, warum es immer zwischendurch leckt. Und zwar ist da ein Zwischenspeicher drin. Nicole, halt! Keine Bewegung! Hallo, James. Nett, dass wir uns wieder treffen. Die Waffe runter und weg vom Gelände. Nicole, die Waffe weg! Sonst? Erschießen Sie mich? Lebendig wären Sie mir lieber, aber das macht keinen Unterschied. Seit wann wissen Sie es? Das ist unwichtig. Ich will wissen, warum. Warum haben Sie das getan? Es gab einen Mann. Einen reichen, mächtigen Mann. Für ihn hätte ich alles getan. Er bat mich um Hilfe. Zuerst war es harmlos. Und dann? Und ich wollte mich beweisen, indem ich Pomorows Operation zerstörte. Sie haben es aus Liebe getan? Nein. Sie sollten das doch verstehen. Ich wollte nicht alleine alt werden und arm. Wer? Wer ist es? Das macht keinen Unterschied. Ich will einen Namen. Sie verstehen nicht. Er ist überall. Mehr Macht als Sie. Mehr als der MI6, mehr als irgendjemand sonst. Und gerade sieht er uns zu. Das ist das Ende. Nicole, runter! Auf den Boden! Bond? Sind Sie da? Bitte melden. Hallo? Ja, ich bin hier. Wir haben uns Sorgen gemacht, 007. Was ist los? Alles okay, Anne. Aber ich glaube, Sie brauchen einen neuen Kontakt in Monaco. Wenn Sie mich brauchen, Sie wissen, wo ich bin. Und Ende. Das war's, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, was ich noch hinzufügen muss, es war tatsächlich das Ende. Entschuldigung. Alle, die es noch spielen und bitte nicht böse sein. Och Mann, ich wollte nicht das Ende zeigen. Naja, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, abonnieren, favorieren und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.